Heute mache ich mal wieder einen Tag und zwar wurde ich von Jasmin bzw. Jasmina hier auf YouTube für den 10 YouTube Secrets Tag getaggt. Und diesen Tag hat sich Lily Pebbles ausgedacht und da sind ganz lustige Fragen eigentlich dabei rund um das Thema YouTube. Und YouTube mache ich eigentlich gar nicht mal so lange, also es sind so ein bisschen mehr als 2,5 Jahre bei mir. Aber ja, es freut mich, dass Jasmin mich trotzdem getaggt hat und dann legen wir gleich mal los mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, welches war dein erstes Video, was du hochgeladen hast und ist es noch online? Mein erstes Video auf YouTube war ein London Shopping Haul von September 2013 war der. Und ich glaube, viele YouTuber fangen mit Hauls an. Ich glaube, weil Hauls irgendwie so ganz angenehm zu filmen sind, wenn man da jetzt nicht furchtbar viel vorbereiten muss und man setzt sich einfach hin und packt die Einkäufe aus und hat dann halt einfach was zu erzählen, weil man ja irgendeine Beweggrund hatte, warum man das und das Teil gekauft hat. Und deswegen war es für mich als Neuling auch ein gutes Einstiegsvideo zum Warmwerden, so mit dem Reden vor der Kamera. Aber wir können ja mal kurz in das Video reinschalten. Vor kurzem war ich mit einer Freundin in London und deswegen gibt es heute natürlich eine Shopping-Ausbeute. Fangen wir also mal mit Beauty-Produkten an. Das erste Produkt ist die Soap & Glowy Shower Butter. Die ist super reichhaltig. Ja, also wie man merkt, bin ich da noch sehr, sehr ruhig und sehr zaghaft und ich glaube auch sehr viele Amps sind dabei. Kommt halt immer noch vor, aber ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen lockerer geworden vor der Kamera. Ich bin zwar immer noch nicht so hyper aktiv wie manche andere und so sehr euphorisch, aber das ist, glaube ich, einfach so meine Art. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool so zu beobachten, dass man sich tatsächlich halt so ein bisschen steigert, weil das war ja auch so ein kleiner Beweggrund, warum ich mit den Videos angefangen habe, damit ich so ein bisschen dieses Sprechen vor der Kamera ja, übe und darin besser werde. Aber das war an sich eigentlich gar nicht das erste Video, was ich jemals hochgeladen habe, zwar auf YouTube, aber ich habe schon mal vorher auf Vimeo Videos hochgeladen und zwar ist eins der ersten Videos da ein Silvester-Vlog von Silvester vor 5 Jahren, glaube ich. Ja, also falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne reingucken, da sind auch so ein paar alte Hair-Tutorials von meiner Schwester dabei. Weiter geht's mit der zweiten Frage und die lautet, welches ist dein liebstes Video auf deinem Kanal? Und da würde ich sagen, es ist, glaube ich, auf jeden Fall eins der Reisevideos, weil man da halt immer so schön in Erinnerung schwelgen kann. Ich glaube, eins meiner liebsten davon ist das Australien-Video bisher, weil das ganz viele Eindrücke irgendwie enthält und ich das irgendwie insgesamt ganz schön finde, also ist irgendwie ganz rund geworden. Aber ich mag auch ganz gerne das Somewhere in Portugal-Video, was eigentlich ganz spontan entstanden ist, als ich mit meinem Freund in Portugal war. Da mag ich halt irgendwie diese, ganz besonders diese Strandeindrücke und die Meeresgeräusche im Hintergrund. Aber ich mag eigentlich auch ganz gerne die Fashion-Videos und mein Liebstes ist da das Two Outfits in Lisbon-Video, weil ich finde, dass es halt irgendwie voll den Flair von Lissabon einfängt und das so wie so eine Momentaufnahme wirkt irgendwie. Ja, ich glaube, das sind jetzt so meine Liebsten. Das war jetzt nicht ein Liebstes, aber ist so schwer zu entscheiden. Die dritte Frage lautet, was ist das Peinlichste, was du jemals in einem Video gesagt hast? Und ich glaube, peinlich ist bei mir meistens, wenn ich irgendwie was falsch ausspreche in einer anderen Sprache. Aber ich glaube, das Peinlichste und Schlimmste war das Wort Ankle Boots. Also bevor mich nämlich jemand darauf hingewiesen hat, dass ich das falsch ausspreche, habe ich Folgendes gesagt. Ankle Boots. Also mir ist echt nie aufgefallen, dass ich immer Ankle Boots sage und es eigentlich Ankle Boots heißt und ich glaube, ich sage das seit Jahren. Die nächste Frage lautet, welche Kanäle stalkst du regelmäßig für Uploads? Das wären bei mir einmal Lisa Eldridge, Claire Marshall, wobei sie eher, wo sie noch ihre Monday Minute Videos gemacht haben, die waren halt ultra cool und jetzt hat so ein bisschen nachgelassen, dass ich da so mega excited bin, wenn sie was Neues hochgeladen hat. Dafür mag ich aber aktuell wieder Estée Lalonde, dann noch Tamira Jarrell. Und den Kanal von der British Vogue, der ist richtig gut. Vor allem die Dokus mit Alexa Chung kann ich sehr empfehlen, falls ihr den Kanal noch nicht kennt. Ja, das wären so meine Top 5. Filmst du lieber oder schneidest du lieber? Und das ist irgendwie, glaube ich, schwierig zu beantworten. Also weil halt beides sehr zusammenhängt, weil man halt filmt und dann schon später an das Schneiden denkt und dann dementsprechend filmt, damit man einen coolen Schnitt machen kann. Und wenn man schneidet, dann ist es halt irgendwie blöd, wenn man nicht richtig gefilmt hat und dann fehlen halt irgendwelche Sachen. Es kommt auch irgendwie drauf an, was für eine Art von Video. Also wenn es jetzt so ein Video ist wie jetzt, dann schneide ich, glaube ich, lieber, weil ja, das ganze Sprechen ist halt immer noch
relativ anstrengend für mich. Aber wenn es so ein spezielleres Video ist, also so ein Outfit-Video zum Beispiel, dann ist halt Film cool, wenn man da halt guckt, was sieht am besten aus, was kann man noch machen. Und da so bei den Zehen einfach so ein bisschen sich austoben. Aber dann wiederum beim Schneiden einfach ist es auch cool, irgendwie noch mehr aus dem, was man halt aufgenommen hat, rauszuholen, wie man das halt dann in einem kurzen Video irgendwie zusammenschneidet. Ja, also es ist irgendwie schwierig zu entscheiden, aber wenn ich nur eine Aufgabe von beiden wählen dürfte und mich entscheiden muss, dann würde ich sagen, filmen. Mein liebstes Tech-Item ist, und meine Antwort darauf ist, glaube ich, ziemlich unspektakulär, und zwar ist die Kamera, mit der ich filme. Das ist die Canon 70D. Und damit filme ich, aber ich fotografiere damit auch für den Blog. Also es ist ein guter Hybrid für so Film und Fotografie, was das Ganze halt sehr einfach macht. Und auch beim Film kann man damit sehr schön ruckelfrei scharf stellen. Ja, also ich habe auch Objektive, die ich ganz gut finde, aber da habe ich kein spezifisches Lieblingsobjektiv. Oder die Softboxen, die ich verwende, sind auch sehr, sehr hilfreich. Aber ich glaube, mein liebstes Teil ist einfach die Kamera. Wobei ich auch wieder bereit bin für eine neue Kamera. Und da warte ich erstmal auf die neue Canon-Kamera ab, die hoffentlich irgendwann, keine Ahnung, August oder so rauskommt. Und da will ich mal gucken, wie die so ist. Ansonsten habe ich so ein paar andere Modelle im Kopf, aber ja. Die Kamera wäre so mein liebstes Tech-Item. Was ihr nicht seht, wenn ihr meine Videos schaut, mal abgesehen von dem Setup oder der Kleidung, was ich trage, seht ihr nicht die Touch-Ups, die ich die ganze Zeit mache. Also meistens wusche ich mir irgendwie die Haare nochmal neu, ich mache mir Lippenstift neu oder halt eben die ganzen Sachen, die man halt wegschneidet, wenn einem mal was nicht einfällt oder man so sich mega verhaspelt hat. Die nächste Frage lautet, wann schaust du am liebsten YouTube-Videos? Das ist bei mir, wie bestimmt bei vielen Leuten, beim Fertigmachen, also beim Schminken. Ich finde das irgendwie ganz gut, das so in den Tag einzubauen. Oder aber auch beim Abwaschen. Also da stelle ich mir dann in den Schrank über der Spüle mein Handy hin und schalte dann halt irgendwas ein und wasche dabei ab. Gerne halt Vlogs oder aber auch Snapchat-Videos, weil die auch nicht so volle Aufmerksamkeit brauchen. Wenn es aber so richtig speziellere Videos sind, auf die ich mich irgendwie freue oder die irgendwie wirklich meine volle Aufmerksamkeit brauchen, wie das halt auch Jasmin von TNTrips gesagt hat, dann gerne so vor dem Einschlafen irgendwie, wie so eine Serie halt irgendwie am Abend. Als ich das über meine Kamera gelernt habe, hat sich mein ganzer YouTube-Prozess geändert. Ich glaube, da muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt vor YouTube schon jahrelang gebloggt habe, habe ich, glaube ich, auf die Kamera bezogen nichts Neues gelernt. Und wenn ich halt eine neue Kamera gekauft habe, dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt und geguckt, hat die Kamera die Funktion, die ich haben will, und war dann sozusagen eh schon gefasst auf etwas. Ich glaube, eine Sache, die ich noch gar nicht mal so lange weiß, ist die Sache mit der Belichtungszeit und bewegten Objekten, dass das halt fließender wirkt, wenn man die Belichtungszeit dementsprechend einstellt. Ja, das wäre so eine Sache, da kann ich euch mal ein gutes Erklärvideo zu verlinken, falls es euch interessiert. Direkt nach dem Video mache ich Punkt. Und die Antwort von Lily Pebbles war dazu eigentlich mega on point. Also sie hat halt beschrieben, wie man dann auch alles aufbaut fürs Video und sich dann hinsetzt und dann mega viel redet, so, der Mund wird schon ganz fusselig. Und danach einfach Schluss ist und sie dann nur noch auf die Couch geht und dann so. Also so, bei mir kommt auch hinterher auf jeden Fall mega das bitchy Resting Face auf, weil wenn man so redet und so, dann spannt sich halt irgendwie das ganze Gesicht an und danach muss man einfach nur. Ja, also so ungefähr könnt ihr euch den Moment direkt nach dem Film vorstellen. Meistens filme ich eigentlich direkt an den Tag, wo ich auch hochladen will. Das heißt, ich schneide dann direkt. Sei denn, es ist so ein aufwendiges Video, dann schneide ich halt über Tage hinweg. Aber ja, meistens geht es dann wieder direkt an den Computer und direkt schneiden und dann hochladen, irgendwann Infobox machen. Ja. So, und damit sind wir durch mit dem Tag. Das waren alle 10 Fragen. Also ich hoffe jedenfalls, ich habe keine vergessen. Und ich hoffe, das Video war interessant und vielleicht auch amüsant für euch. Mir hat der Tag auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne noch mehr Videos zum 10 YouTube Secrets Tag sehen von anderen Leuten. Aber da wurden, glaube ich, von den anderen YouTubern schon genau die Kanäle genannt, von denen ich gerne dieses Video sehen würde. Wenn mir aber noch jemand einfällt oder ansonsten tagge ich dann jemanden doppelt, da schreibe ich dann die Kanäle in der Infobox auf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!